euch spielen heute Milk Tycoon, okay? Wir kaufen uns 100.000 Kühe und melken sie alle. Okay, das ist der große Plan. Warte, Muh machen die. Warte, machen die Mäh oder Muh-Kühe? Muh meine ich natürlich. Hast du schon mal eine Kuh gesehen? Bist du vertraut mit der Materie, ja? So, meine Kuh gibt normale Milch. Ich habe noch gar keine Kuh, deswegen habe ich auch null Milch. Meine kostenlose Kuh. Hier, Q1 gratis. So, eine... Zack. Da. Ich kann reiten. Oh, da kommen so Eimer runter. Ich einmal. Die Kuh melkt sich von selbst. Und dann legt sie so Eimer voll mit Milch. Das wirkt nicht wie ein gutes Konzept. Die würden doch sich voller. Aber okay, ich werde es nicht hinterfragen. Ich Was kannst du denn kaufen? 10 Dollar. Noch kann ich mir nichts kaufen. Oh. Die extra nächste Kuh kostet 20. Aber wie verkaufe ich denn meine Milch? Ah, ich muss sie selber einsammeln. Ah, ha. Ah, du musst die selber einsammeln. Okay, das macht Sinn. Und dann verkaufe ich sie bei Prozess. Ist Prozess korrekt? Oh, guck mal, hier ist so eine Pumpe. Und wenn ich mich mit meinen ganzen Milchämmern auf Prozess stelle, dann pumpt es so raus und dann kommt die Milch in diesen Tank. Ich habe aber gar kein Geld verdient gerade. What? Ich habe hier 9 Milch verkauft und ich habe nur 9 Dollar gekriegt. Das ist ein bisschen frech. Wait, wo musst du dich raufstellen? Auf Prozess. Auf Prozess? Ah, da. Okay, guck mal, dann pumpt das. Got it. So, ich kann mir jetzt schon mal meine zweite Kuh kaufen. Zack, die kann sich mit meiner ersten Kuh anfreunden. Ich denke auch, wenn die 2 Kühe haben, legen die ja auch schnell... Das heißt, legen die schneller ihre Eimer. Aber legen die schneller ihre Eimer? Legen sie schneller ihre Milch, weil sie ja Freunde sind. Und dann fühlen sie sich weniger einsam. Ich kenne mich aus mit Kühen. Ich kenne mich super aus mit Kühen. Prozess. Ja, genau. Du hast keine Ahnung. Doch, wir waren mal auf einem Bauernhof, okay? Ich habe schon mal eine Kuh gesehen, eine echte. Du warst einmal auf einem Bauernhof? Ja, in der Grundschule. Und dann wollten die uns so warme Milch andrehen und ich finde richtige Milch richtig bäh. Ich kann die gar nicht trinken. Irgendwie warme Milch direkt aus dem Euter oder was? Ja. Oh Gott, ja, das halt ist sehr lecker. Frisch vom Tier. Nee, habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht so gesehen. Das ist meine einzige Erfahrung mit Kühen. Dankeschön. Oh mein Gott, man verdient so langsam Geld hier. Aber für Robux, Fragezeichen, kannst du dir einen doppelten Drop-Speed holen. Für Robux, Fragezeichen. Also man weiß nicht, wie viele Robux man dafür ausgibt. Okay, ich kann auch für 9 Robux eine extra Kuh kaufen. Ich meine, 9 Robux sind wie viel? 9 Cent? Hier, ja, Drop-Speed. Bei Robux sind teurer geworden, ja. Robux sind teurer geworden? Ja, ja. Okay, Die Inflation. 15 Minuten, was möchte er dafür? 49 Robux, okay, abgemacht. Dann habe ich jetzt doppelten Dropspeed, dann verdiene ich jetzt mich dumm und dusselig. Danke für die Unterstützung, bitteschön. Oh mein Gott, guck mal, wie viel Milch ich habe. Ich bin reich, ich bin Milchmillionär, könnte man sagen. Millionär. Millionär, das ist der Fachbegriff. Oh, neben mir ist jemand, der hat schon alle Kühe, Ronja. Was? Komm mal hierher. Ich fliege. Direkt neben mir. Guck mal, wie viele Kühe die einfach hat. Und die sammelt richtig viele Eimer auf die ganze Zeit. Oh mein Gott. Wie viele Kühe gibt es? 10. Ich glaube, ne? 10. Hat man mit 10 Kühen gewonnen oder kann man sich da noch mehr holen? Weiß nicht, ob man die dann upgraden kann oder so. Vielleicht. I don't know. Vielleicht kriegt man so eine Art Superkuh. Guck mal, da hinten ist was, Ronja. Was? Oh, hier ist ein kleines Jump'n'Run. No, Abi. Falls sie langweilig wird. Aber damit kannst du bestimmt mehr Geld verdienen. Das ist meistens so. Oh, wirklich? Ja. Okay, wenn man die durchscheinbar aus. Oh mein Gott, ich kann überhaupt nicht hüpfen. Was ist das? Oh bist du schon Gott, oben? Echt jetzt? Ich bin ganz oben. Was? Okay, warte. Ja, ich bin hier oben. Hier ist eine Schatzkiste. Oh mein Gott. Und wie viel kriegt man da? Wie viel Milch? Doppelten Drop Speed für 1,5 Minuten. Oh, okay. Yeah. Da bin ich dabei. Aber dann kriegst du wahrscheinlich vierfachen, weil du hast doch schon doppelten Drop Speed, oder? Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich. Kann ich hier hoch? Wie kommt man denn hier hoch? Hä? Warte, brauchst du Hilfe? Nein, ich möchte die Obby nicht machen, habe ich gerade beschlossen. Okay. Ich war nicht erfolgreich. Oh! Hier, verbessere 6 Kühe auf Schokolade. What? Die können Schokomilch geben? Echt? Okay, erstmal habe ich jetzt unendlich Geld wahrscheinlich, wenn ich fertig bin mit Prozess. Und dann gucke ich meine Kühe und mache eine auf Schokolade. Wahrscheinlich links bei Upgrade. Oh, hier, da ist eine Tafel. Ich bin auch blind, gell? Okay, hier ist eine Tafel, die uns wahrscheinlich erklärt, was passiert. 6 Kühe gleich eine Schokolade plus 8. 5 Schokolade gleich eine Erdbeerkuh. 4 Erdbeerkühe kriegst du eine Silberkuh. 3 Silberkühe kriegst du eine Goldkuh. 3 Goldkühe, eine Smaragdkuh.
3 Smaragdkühe, eine Rubinkuh und danach kommt Diamant. Danach kommt eine Wasserkuh, was ein bisschen unintuitiv wirkt, weil, also ich würde nicht unbedingt dafür bezahlen, dass meine Kuh Wasser gibt, aber danach kommt eine Feuerkuh und danach Amethyst, logischerweise. Alright. Also, macht ja Sinn. Auf jeden Fall. Was sollen sie sonst geben? Außer Feuer, Wasser, Amethyst. Frag mich, ob das gut ist für die Kuh, wenn die Feuer gibt. Also, will ich jetzt nicht. Die Gesundheit der Kuh, weißt du, es liegt mir auch am Herzen. Wie viel Geld brauche ich? 80. Wie viele Kühe hast du schon? Ich glaube, ich habe gerade meinen Dropspeed nochmal verdoppelt, indem ich das Run gemacht habe. Ronja, mal wieder. Mal wieder? Mal wieder. Das ist schön, dass du das meistern konntest. Das ist ein äußerst schwieriges Jump'n'Run, sagt man. Ja, ja. Also, wer das meistern kann, der scheint wirklich ein Jump'n'Run, ne, Könner zu sein. Ja, du hast? Das stimmt. Im Moment habe ich 4 Kühe. Ja. Oh, ich kann mir jetzt eine 5. kaufen. Uha. Oh mein Gott, warum werden die Kühe so teuer? Ich habe auch eine 5. Ich hätte wahrscheinlich einfach am Anfang warten sollen mit dem Geld und dann auf 6 Kühe sparen, weil du ja so viel günstiger die Kühe dann kriegst. So, wir haben jetzt $195 und können uns unsere 6. Kuh kaufen und hier auf Upgrade aus meinen 6 Kühen eine Schokokuh machen. Die sieht hübsch aus. Oh, die sieht ein bisschen... Ich habe ganz vergessen, wie die andere Kuh aussieht, aber die sieht sehr viel hübscher aus. Die ist jetzt so braun, weiß gefleckt. Sieht sehr cool aus. Ja, Ronja, das sehe ich. Denn ich habe auch eine. Hast du auch eine? Ich habe auch eine. Yeah. Ein Eimer Schokomilch bringt mir 8. Das ist nicht schlecht. Ey, das ist viel besser, oder? Als davor. Ja, okay. Sehr gut. So, Prozess. Und dann kaufe ich mir direkt. Ich überlege, spare ich auf 6 Kühe direkt, damit ich mir dann eine Schokokuh machen kann? Oder kaufe ich jetzt Kuh nach Kuh? Was würdest du machen? Ich würde Kuh nach Kuh kaufen. Jede einzelne Kuh. Jede einzelne Kuh. Na gut. Ja. Bam, Kuh. Ah, eine Schwarzwalze hatte man davor. Na gut. Ist in Ordnung für mich, aber die bringt mir nur einen Eimer. Ich habe nur noch 6 Minuten auf meinem doppelten Pickup. Ich werde danach, werde ich es nochmal versuchen, einen Jump'n'Run. So, was kann ich hier eigentlich noch kaufen? Verkaufe Geschwindigkeit. Was? Ich glaube, die Verkaufsgeschwindigkeit. Damit kannst du schneller verkaufen. Oh, okay. Ich verkaufe Geschwindigkeit mal, mach ich mal höher. Zack. Dann verdiene ich schneller Geld. Dann... Yeah. Ah, nee, was? 50 Kühe kann ich hier kaufen? Nein, das möchte ich nicht. So, was gibt's hier noch? Man kann überhaupt nichts einrichten? Ich hab gedacht, man kann hier vielleicht noch ein bisschen schöne Kuhdeko aufstellen. Vielleicht mal ein Schild, um zu zeigen, dass ich bessere Milch habe als, keine Ahnung, der neben mir ist. Als du! Easy Cheesy oder so genannt. Weiß ich nicht, ob die gute Milch verkauft. Also ich würde schon eher zu mir gehen, aber... Sojamilch! Meine Kühe geben Sojamilch und Sojakakao! Wenn man Verkaufsgeschwindigkeit erhöht, habe ich das Gefühl, das geht alles viel schneller. Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe Prozessgeschwindigkeit und Verkaufsgeschwindigkeit erhöht. Sehr viel besserer. Sehr, sehr gut. Ablauf hier, so. Aber die Kühe geben trotzdem keine Milch. Die sind kleine langsame. Zack, da kaufe ich mir eine neue Kuh. Jupp. 2 erst. Oh mein Gott, das dauert ewig. Wenn ich hier alles voll haben will, voller, was war das höchste, Amethystkühe, dann sitze ich hier ewig. Ich sag, ich hätte eigentlich gerne eine Erdbeerkuh. Aber ich bin kein großer Fan von Erdbeermilch. Ich will die halt nur, um die zu verkaufen. Oh, ich liebe Erdbeermilch. Ich kaufe sie dir dann ab, okay? Okay. Das ist ein fairer Deal. Wenn du eine Erdbeerkuh hast, Ronja, dann komme ich vorbei. Okay. Verstehe. Was ist, wenn ich mir im echten Leben eine Erdbeerkuh kaufe? Kommst du dann auch vorbei? Dann komme ich auch vorbei. Okay. Guter Trick, habe ich gehört. Muss man die eigentlich ja mit Erdbeeren füttern? Oder ich gehe stark von aus, ja. Also ich fütter ja meine Schokokuh auch mit Schokolade. Du nicht? Ach so, ja, na klar. Also sonst gibt sie ja keine Schokomilch. Wenn ich eine heiße Schokolade will, dann setze ich mich unter die Kuh und melke die erstmal schön. Oh, wir hatten, als ich in der Schule war, haben die in der Pause so Milch verkauft. Und dann gab es halt so normale Vanillemilch oder sowas, dann gab es Schoko und dann gab es Erdbeer und dann gab es Banane. Und die Leute, die Schoko und Erdbeer genommen haben, haben sich irgendwo noch respektiert gegenseitig. Aber die Leute mit Banane, die waren lost. Also, tut mir leid. Hey, ohne Mist, Banane, beste Milch, Bananenmilch. Also wenn man die selber macht, ja, aber doch nicht die fertige Bananenmilch. Doch, die so richtig künstlich schmeckt und so mega süß, oder? Ja. Ja, gut, aber mehr als 2 Schlucke kann ich davon, glaube ich, auch nicht trinken. Okay, immerhin. So, ich kaufe mir immer noch keine Kuh. Warum ist alles so langsam? Gib mir neue Kühe. Come on. Zack, zack, zack.
Mann, ich scheitere gerade zum dritten Mal am Jump'n'Run hier gerade. Das glaube ich, könnte passieren. Deine mentale Unterstützung gebrauchen. Okay, weißt du was? Ich komme rüber. Ich helfe dir. So. Ich bin fertig. Nein, bist du nicht. Ich bin wieder zu Hause. Du irrst dich. Nein, nein. Hi, da bist du gerade vorbeigekommen. Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Okay, ich versuche nochmal. Das Jump'n'Run sieht nicht unmöglich aus. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich werde es jetzt meistern. Das ist unmöglich. Kannst du dir kommen? Du hast es schon mal geschafft, ja? Ja, yeah, schon dreimal, glaube ich. Schon dreimal. Ja, ja. Klar. Komm zu dir. Einfach nur rüber. Und dann hier rauf. Okay, auf den vierten komme ich zur nicht. Seite. Ah, du gehst hier hoch einfach. Hoch, ja. Okay, kleiner Schwung. Jetzt machst du einen großen Sprung, einen kleinen und dann wieder einen großen. Der große hat nicht geklappt. Der große hat nicht geklappt. Nein! Ja. Okay, nein. Kein Problem, kein Problem. Wir sind hier an was dran. Zack, ich bin jetzt auch schneller. Hier, ich mache jetzt einfach einen extra kleinen Sprung. Sicher ist sicher. So, großer Sprung. Großer Sprung. Yeah! Okay. Okay, nächste und jetzt Brücke. Jump. Großer Sprung. Huch, was habe ich denn jetzt auf einmal für einen Cursor? Was passiert hier? Der runde Cursor, den habe ich auch schon gehabt, Ronja. Der runde Cursor, problematisch. Ist das das, was der du vorhin erzählt so hast? Ja, wo man die ganze Zeit so seitlich slidet? Ja. ich habe richtig viel Geld. Vielleicht kaufe ich mir bald. Ich habe 580. Dann kann ich mir hier eine Kuh kaufen. Hier eine Kuh kaufen. Oh, ich brauche noch. Nee, ich kann schon eine nächste Schokokuh machen. Hier, Upgrade, gratis. Zack. Oha. Zwei Schokokühe habe ich jetzt. Bin stolzer Besitzer von zwei Schokokühen. Cool. Wie heißen denn Kühe? Hast du den Namen gegeben? Irgendwie haben Kühe immer so richtig altdeutsche Namen. Weißt du, was ich meine? Billy, Gerlinde. Die heißen immer so Gertrude. Jetzt natürlich wieder ein langes Wartespiel. So, eine neue Schwarz-Weiß-Kuh, die Milch gibt. Wie hast du deine Kühe denn genannt, Ronja? Okay, meine Kühe heißen Schokokuh 1, Schokokuh 2 und Ronjas Lieblingskuh. AKA Easy, oder? AKA Easy, yeah. Ja, ich bin eine Kuh, yay. ich war aber richtig frustriert. Ich hatte früher, gab es so Magazine oder sowas und gefühlt jeder hat sein Pferd Ronja genannt. Ronja ist ein richtiger Echt? Pferdename. Ronja oder Amadeus. Und so heißt mein Vater. Und es ist einfach eine Familie voller Pferdenamen. Das ist richtig problematisch. Alles immer nur so, ah ja, Ronja, ah ja, wie das Pferd, cool. Wie das Pferd? Aber du magst doch Pferde, oder nicht? Mittel. Ich habe ein bisschen Angst vor Pferden. Irgendwie sind mir die zu groß und ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich treten. Ja, ich habe Angst. Ich habe das Gefühl, die sehen sehr schön aus. Oh je, wir hatten mal eine in der Schule und die wurde voll in die Schulter gebissen von einem Pferd. Echt? Ja, und die war halt richtig blau und das hat man halt auch gesehen im Sportunterricht. Und deswegen habe ich Angst vor Pferden. Alter, was war das für ein aggressives Pferd? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich meine, was, wenn die stinkig sind? Oder was ist, wenn du die streicheln willst und die denken sich, nein, kein Bock, und dann treten die dich? Meine Hausaufgaben gegessen. Hast du keine Angst vor Pferden? Ich habe Angst vor Pferden, ein bisschen schon. Okay. Ich mag die zwar auch und ich habe jetzt nicht so krasse Angst, aber so ein bisschen Respekt. Ja, ich hab kein Problem mit einem Pferd. Ich finde, die sind auch sehr schön auf einer Weide, wenn die da so stehen und man geht spazieren oder sowas und du läufst an einer Pferdeweide vorbei. Oder du fährst irgendwo und da sind Pferde und denkst du dir, ah, cool. Du reitest. Ah, nee. Oh mein Gott, wenn ich runterfallen würde, wahrscheinlich wäre ich tot. Waren ja im Drama-Modus. Easy, wusstest du, wenn du, es gibt unten so ein kleines Paket. Und ich habe gerade gesehen auf der Seite, du kannst, wenn du den Code Cheesy eingibst, kriegst du 5 Kühe geschenkt. Nein, wirklich? Mhm. Kein Mist. Wie geil, Cheesy. Cheesy. Bist du zufälligerweise Freunde mit den Machern von Milk Tycoon? Möchtest du mir hier was erzählen? Möglicherweise, das ist ja mein Tycoon. Das ist der Vorgänger vom Cheese Tycoon. Gibt es einen Cheese Tycoon? Stimmt, gibt es einen Cheese Tycoon. Den kann man mal spielen, voll geil. Ja, okay, warte. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon 4 Schokokühe. Das heißt, ich brauche nur noch eine. Jetzt mit den extra kostenlosen Kühen, die ich hier gekriegt habe. Dank deinem Code. Ja. Danke dafür. Okay, Easy, komm mal bei mir vorbei. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe hier ein bisschen expandiert. What happened? Warte mal. Nein, hast du die Erdbeerkuh? Ich habe. Okay, wir machen jetzt zusammen eine Erdbeerkuh, weil ich bin hier im Business. Was ist bei dir passiert, Ronja? Oh mein Gott. Bist du bereit für die große Kuh-Transformation von 2023? Yes. Let's go. Yes. Upgrade. Oh. Warte, das war's? Ich habe nur eine Erdbeerkuh gekriegt. Süß. Guck mal, du hast aus 500 Kühen habe ich nur eine Erdbeerkuh gekriegt. Aber die ist voll süß. Die ist voll schön. Die ist rosa, Ronja. Ja, die ist voll schön. Ich mag die voll. Gibt dir einen Erdbeereimer? Weiß ich noch nicht. Warte, ich sammle erstmal die ganzen Eimer hier ein, damit ich...
Da? Oh mein Gott, sie gibt Erdbeermilch. Sie gibt Erdbeermilch? Da ist Erdbeermilch drin. Ja. Oh mein Gott. Hast du einen Schluck genommen? Probier's. 45 gibt es. Das ist die Erdbeermilch, die ich je getrunken habe in meinem ganzen Leben. Das ist natürlich schön zu hören, dass meine Erdbeerkuh so gute Arbeit macht. Ich gehe jetzt zu deiner Erdbeerkuh. Wir werden gute Freunde, glaube ich. Du und die Erdbeerkuh. Ich kann ganz selber dazustellen. Nein, ich will meine Erdbeermilch verkaufen, Easy. Du darfst sie nicht vorher klauen. Nein. Okay, gut, dann haben wir jetzt aber erfolgreichst eine Erdbeerkuh. Okay, und 3 Schokokühe. Um hier einmal... Wie viele hast du denn? Ich will nur mal gucken. Du kannst mit rüberkommen. Ich bin noch am Aufbau. Zack, zack, zack. Alles Käses. Tycoon, du hast 4 Schokokühe. Jetzt sind es eine 5. Oh, du hast auch eine Erdbeerkuh. Ich habe meine eigene Erdbeerkuh. Oh, cool. Yes. Okay, dann war's das aber mit Milk Tycoon. Wie gesagt, wenn ihr es selber spielen möchtet, der Link ist in der Beschreibung oder ihr sucht einfach nach Milk Tycoon. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal und schaut auch unbedingt bei der Easy vorbei. Da kommen nämlich auch Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Tschüssi.